Jawohl! Gott! Wir suchen immer ein Comment raus. Was geht ab? Oh, vergiss. Was geht ab, Freunde? Willkommen zur nächsten Folge von Right Set. Heute ist ein spezieller Tag, denn wir haben zwei neue Bikes am Start. Zwei neue Trial Bikes. Und hier sieht man sie schon. Canyon Carbon Bike, richtig, richtig geile Maschine. Und auch die erste Folge mit meinem neuen Bike, und zwar ein Inspired 4Play. Und heute mal wirklich eine ganz gechillte Session, ohne irgendwelche Challenges, ohne irgendwas, sondern einfach hier am Homespot eigentlich. Von mir, ja. In Gossau. In Gossau, genau. Und die nächsten Folgen machen wir vielleicht ein paar Challenges mal oder irgendwas. Da könnt ihr auf jeden Fall auch irgendwelche Ideen in die Videobeschreibung hauen, falls ihr irgendwas habt. Und jetzt würde ich sagen, legen wir gleich los. Ja, let's go. Let's go. Meine erste Aufwärmline. Hier Nose 360 to Manual. Hier hoch, Manual rüber. Dann dort hoch und runter. Irgendwie runter. Ist egal wie. Oh. Oi, wo geht's? Ist ja mein Fuß von der Pedale gerutscht. Jawohl! Ja, geile Warm-Up-Line. Bam. Ja, außerdem, Nico ist jetzt mit TSG-Helm unterwegs. TSG hat mir den zur Verfügung gestellt und ja. Raphael hat den ein bisschen customized. Ja, guck mal, da hinten habe ich da noch Ride-Set-Sticker mit dem Namen. Ja, hier folgt noch etwas. Da müssen wir uns doch überlegen. Wenn ihr irgendeine Idee habt, was wir da hin tun sollen, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ja, auf jeden Fall, schreibt ein paar Ideen. Kleine Warm-Up-Line ist auch noch für mich, und zwar hier über diesen Steinblock drüber springen, nach vorne fahren bis da nach hinten, dann Fake Nose Manual zurück bis an die Kante aufs Hinterrad hoch und dann Switch aufs Vorderrad rüber. Ich kann es gerade nicht besser erklären. Und dann hinten runter. Jo. Jetzt hoch. Ah. Ja. Was war denn da los? Ich bin aus Versehen auf die Bremse gekommen. Gott, Gott. Jo, der war clean. Da ist das Ding. Gute Aufwärmlein. Jetzt noch eine Line für mich. Hier rüber Bunnyhop manuell. Rundherum die Bank, den Baum. Hier hoch und hier ein Futschen Whip Drop. Hier bei der Kante. Let's go. Schwache Leistung. Yes. Komm, hau ihn her. Clean. Leute, wir sind gerade einmal um das Gebäude eigentlich rumgefahren und haben hier so eine ganz coole Mauer eigentlich gefunden. Und ich hatte jetzt eine kleine Idee gehabt, und zwar da hinten hoch, manual bis ungefähr da. Und dann runter und dann diese Steinbox da hinten, up to front. Und dann Wheel Swap auf die andere Seite und dann runter. Ja, let's go. Let's go. Yo, first try. First try. Der war richtig clean. Jetzt bist du dran. Ja, jetzt kommt mir dein von mir. So, Freunde. 180 drüber, über den Kies. Jo. Dann hier auf die Box, up to front, to back und dann Downside Whip runter. Habe ich jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr gemacht. Und jetzt try ich den mal und hoffentlich first try. Mit einem neuen Bike, ne? Ja, mit einem neuen Bike. Jo. Oh, kein First Try. Kein First Try. Oh. Der war ein bisschen sketchy. Der war ein bisschen Limit, ja. Nein, nee, nicht ganz. Jo. Jo. Der war aber clean. Ja, oben war er nicht so clean, aber der Drop war nachher clean. Ja. Bam. Nice.
Leute, jetzt noch was Neues, und zwar ab jetzt wird in jedem Brightset-Video eigentlich so ein Kommentar der Woche eingeblendet. Wir suchen immer einen Comment raus aus dem letzten Video und stellen ihn hier vor. Und die haben wir jetzt von Lukas Wurm. Lukas Wurm hat geschrieben, mega geiles Video. Danke für den Kommentar schon mal. Ja, wenn ihr auch mal ins Video kommen wollt, dann ab in die Kommentare. Genau. Neuer Spot und tatsächlich auch ein neuer Tag, denn das Licht ist uns letztes Mal ausgegangen. Es ist jetzt eine Woche später. Yep. Wir sind auch wieder in Gossau. Ja, wieder in Gossau, und du hast eine Line. Jetzt habe ich eine Line. Also komm, hau raus. Den Hop hoch und dort vorne einen Futschen Whip. Die Anfahrt hier fühlt sich komisch an, wenn man hier hochspringt, nachher den Bunny-Hop macht. Der ist nicht gerade so hoch, ja, aber wenig unter Lenkerhöhe. Okay. Ja, also man darf nicht zu schnell anfahren. Man ja, nicht eher langsam. No. Aber sollte eigentlich schon gehen. Sollte schon gehen. Und dann der Futschen Whip dort vorne. Jo, komm. Oh nee. Oh nee. Einfach so. Wah, wah, wah. Oh, da ist er. Der war edel. Der war richtig edel. Die Menge tobt. Glücklicherweise ist gerade das Auto da hinten weggefahren. Ich habe das vorher nicht gemacht, weil ich einfach Angst gehabt hätte, dass ich in das Auto reinkippe. Aber jetzt, da es weg ist, wollte ich das versuchen. Und zwar hier anfahren, Bunny Hop hoch oder up to back. Bisschen nach vorne fahren und dann ein 180 auf dem Vorderrad, also Pivot. Und dann Nose Dribbler bis ganz an die Kante und da runter. Könnte ein bisschen sketchy sein, weil es nicht so weit, aber ja, ich versuch's mal. Jo. War auch First Try, ne? First Try. Alter, das hat mich jetzt gerade ein bisschen überrascht. Ja, der war wirklich cool. Ich habe eine neue Idee. Und zwar hier hoch up to front. Und dann das, was alle sehen wollen von mir. Und zwar ein Pyre Tap. Pyre Tap ist bei mir einfach absolut Limit und Schmutz. So, deswegen, ja, keine Ahnung, warum ich das überhaupt jetzt mache. Aber ein bisschen Angst überwinden ist eigentlich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Also, mal schauen, ob es klappt. Auf diese Line habe ich mich schon lange gefreut, dass er einen Pyre Tap macht. Let's go. Komm jetzt, ja. Tire Tap. Solid besetzt. So, jetzt der Tire Tap. Ja. Oh, oh shit! Bro! Der war eigentlich. Ich weiß nicht, soll ich den nochmal machen? Ja, komm, mach den nochmal. Ja, okay, nochmal, komm. Ja, der muss. So, jetzt. Nein! So, jetzt. Tire Tap. Yo! Geil, das hätte ich ehrlich nicht erwartet. Nächster Spot, würde ich sagen. Nächster Spot. Nächster und letzter Spot. Nächster und letzter Spot, so ist es. Alter! Das ist aber ein geiler Spot hier. Wir haben hier gerade so einen roten Platz gefunden und es ist ziemlich weich, ihr kennt das sicher. Und ich hatte jetzt eine kleine Idee, und zwar Foot Jam und G-Turn ist beides bei mir eigentlich ziemlich okay. Aber das Ganze zu kombinieren kann ein bisschen sketchy sein, aber ich versuche es trotzdem mal, und zwar G-Turn to Foot Jam Whip. Let's go! Der kommt. Konzentration. Na. Yo. Der war ganz okay, den lassen wir zählen. Nice. Yes. So, jetzt noch die letzte Line von mir. Ja, jede Stufe hoch, oben drehen. Zwei runter, also bis zu zwei Dundersen und von dort ein Tire Tap hier runter. Da bin ich aber mal gespannt. Jo, solid, komm. Sketchy. Jo. Jo. Bam, Leute, das war's vom Video.
kurzes Statement zu den Bikes. Also ich von meiner Seite kann auf jeden Fall sagen, es ist ein richtig geiles Bike. Ich weiß nicht, was... Also ist ein ziemlich geiles Teil, habe bis jetzt noch keine Probleme und es ist auch extrem leicht. Und ja, und halt übelst steif. Ja, wirklich steif. Also, also ich bin es auch ein, zwei Mal gefahren und es ist wirklich, wirklich ein geiles Teil. Hätte ich nicht erwartet, aber Canyon ist anscheinend... Ja, doch noch gute Bikes. Also ich persönlich finde es ganz geil. Das war's für heute. Außerdem schaut gerne beim Ride the Job vorbei, falls ihr die Serie unterstützen möchtet. Und in dem Sinne war's das für heute. Ja. Geil. Hey, bis zum nächsten Mal. Peace. Peace, Leute.